Dann ist das jetzt einfach schon die Mittwochsfolge. Genau. Hallo Mittwochsfolge. Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Hot Rossum Swarm, den Bronze-Player. Der Pass to Silver. Ja. Mit uns beiden. Und weil wir ja so immer an der Bronze-Liga sind und random spielen, kriegen wir nur... Was zum Henker, Platin-Spieler? Nein. Doch, das ist Platin. Ich hab Silber, das hieß sie. Nein. Du hast... Nein. Nein. Und dann auch noch Terra. Und der kann das auch noch spielen, weil er das Terra-Bildchen für Level 30 in der Beta. Am Arsch. Am Arsch. Welche Rechtfertigung, Blizzard? Matchmaking-System. Wo bist du? Matchmaking-System. Hey, das ist doch nicht mehr ranked, oder? Ich bin Protoss. Oh, jetzt gibt's so auf die Fresse, glaube ich. Da gibt's jetzt mega auf die Fresse. Weißt du was? Ich mach gar keine... Einheiten oder so. Gehe jetzt einfach nur auf Exen. Ich Excel die gesamte Map voll. Ich habe mir eigentlich gerade überlegt, wir spielen total hässlich scheiße. Ich gehe gleich mit meinen Einheiten nach vorne und baue bei dem irgendwas oder so. Das ist ja richtig hässlich. Ja, ich muss ja auch hässlich spielen gegen sowas. Der erste Pile kommt jetzt bei mir und ich laufe schon rüber. Los geht's. Hättest du towern müssen. Einfach towern. Ja. Ihr seht jetzt hier mies Taktik. Ja, ey, wir haben voll Angst gegen Platin-Spieler. Also eigentlich sollte man keine Angst gegen Platin-Spieler haben. Aber wenn man Bronze ist, sollte man auf jeden Fall Angst haben. Ja, obwohl wir ja beide... Ja ich bin auch Platin, aber nur du. Ja, und auch nur mit einem bestimmten. Ja, aber der spielt schlechter wie ich. Im Tour und Tour zumindest. Nein, was tut deinem Drohne? Ja, ich wollte den angreifen. Schmiede first. War deine Mutter damit einverstanden? Womit? Den anzugreifen. Nein, verdammt. Ich habe ihn nur kurzzeitig unterbrochen. Geh weg, scheiß Terra. I hate you. Komm in Frieden. Verpiss dich. Verzupft dich. Du weißt, dass hey, wenn der mich jetzt... Ne? Ja, wenn der mich jetzt... So. Alter, richtig viele Minerals, die ich... Am Arsch. Verschießen kann, ne? Ja, so ungefähr. Meine Schmiede ist gerade fertig geworden. Hat er gesehen, ich habe vorne einen Pylon stehen. Das wird übrigens mein Warp-In-Pylon. Ja, oder dein Warp-Out. Je nachdem. Und Double Warp Knoten bei mir am Start und Gas und Yoshi macht sich eigenen Supply Block. Kennst du? Eigenen Supply Block, der hat hier der läuft auf jeden Fall die ganze Zeit rum. Ich will mal gucken, was der da hat. Ich baue unten jetzt einen Pylon hin. Ich will halt komm noch einmal dazwischen. Warum nicht? Einmal. Hau dich einmal dazwischen. Ja, ich hab's gesehen. Hast du irgendwas? Ja, meine Worker. Und die kreisen die Zerklinge ein. Fahr zur Hölle! Stirb, Zerklinge! Ich hab sie gekillt. So. Echt? Ja, also natürlich. Baue ich gerade umsonst Zerklinge. Nein, machst du nicht. Aber die kommen bestimmt gleich noch mehr. Jetzt gibt's hier eine Cannon. Spasti, ist direkt an meine Base, so. Ich spiel scheiße, Mama! Ich hab genügend Vespingas. Ich brauche momentan mehr Arbeiter hier oben, danke. Oh, das war miese Brise. Irgendwie hat sich das durchgesetzt. Miese Brise? Ich bin ein Trendsetter. Ja, auf jeden. So, eine Cannon, ich bin safe. Eine Cannon, ich bin safe für den gesamten Tag. Auf jeden Fall. Die neue L'Oreal-Werbung ist auch nicht hier so Nivea-Quatsch. Ja, L'Oreal-Werbung mit Nivea, so läuft ja, das. Ja, klar, L'Oreal und so, weißt du? So. Hat ja, deine Mutter und so gesagt oder so. Naja. Was ist mit mir los, ey? Ich weiß dich. Dein Gehirn aber nicht. Ich bin drauf als sonst, ey. Oh ja.
Also, Warp in mache ich ready hier und dann können wir eigentlich nach vorne pushen. Du hast wahrscheinlich geäxt. Wo bleibt der Warp out? Ja, ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich geäxt. Ja, muss ich. Ich bin Zerg. Also wir haben schon 6 Minuten rum. Eigentlich müsste so in 3 Ich habe gar keine Einheiten! Ich habe eine Kanone und total keine Worker und so. Wir spielen gerade wirklich Bronze-like. Also so, ne? Ja, mega echte, Bronze. Echtes Hallo? Bronze. Hallo, wir sind die Bronze-Spieler gerade. Wir sind mindestens für Ultra-Bronze. Aber ich muss auch gerade Protoss spielen in einer Zeit, wo ich total schlecht als Protoss bin. Weißt du, ich spiele gerade nur Terra und dann muss ich Protoss spielen. So eine verdammte Scheiße. Ja, der ist jetzt durch. Kann ich Waffen-Upgrade machen. So, dreifach. Dreifach Gate. Oh, 7 Minuten. Das ist so bitter, ey. Achso. Dahin jetzt der Fortschritt, oder was? Was für ein Fortschritt? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Fortschritt. Die kommen, die kommen. Ja, so viele. Ich kann dagegen schon voll nichts mehr machen. Dude. Ich hab 2 Cannons. Mach die kaputt. Hast du ein paar Dinger bei dir stehen, so? Ich hab 3 Schaben. Alter, ja, die haben uns einfach weggepusht. Kriegt jetzt auch eine Dreifachfolge und so. Ich hab... Nein, so, nein, 3 Einheiten. Nein. So, ich hab 3 Einheiten. Nein. Jetzt gibt's aufs Maul. Nein, die Echsen breche ich ab. Ach verdammt, das sind gar nicht deine, die Roten. Nein! Hier. Meine Echo-Line überlebt nicht. Nein. Boah, wir sind so richtig Bronze, ey. Da dachte ich, die spielen gut, das Spiel, und dann kommt so ein Mist. Wo ist das Platin? Ohne Witz. So ein Push kann ich auch als Terra spielen. Ich hab ein paar Einheiten, Mama. Ich hab Waffen-Upgrade auf meinen, ihr verdammten Kackratzen. Ja, die Masse da, die da kommt, hat verloren. Natürlich habe ich verloren. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Und das alles mit einem Pylon am Arsch. Ich kann doch nicht meine ganze Base mit einem Pylon halten. Ah, das wird angegriffen. Ich brauche 3 Berserker in meiner Base. Brauche 226 Minerals. Nee, das war's. Ja, das ist doch scheiße, ohne Sperenzken jetzt. Ich spiele jetzt auch wieder Terra, ohne Sperenzken. Einmal Terra muss jetzt sein. Ich will ja mindestens eine Chance haben, mal in die andere Liga zu... Wir wollen einfach nur ein Erfolgserlebnis mal wieder haben. Ey... Und eben noch so rumgeflucht. Ja, dieser gut. Scheiß Spock, Alter, der ist wirklich... Der hat seine Platin... Der wird Team Meisterliga! Ja, sicher! 7000 Matches! Ja, sicher! Fast 7000! Am Arsch! Wenn du das siehst, Alter, du Hure! Ohne Witz! Ja, klar. Team Meister einmal, ne? Und Platin immer 10-mal, ne? One-on-one und so, ne? Und der andere ist ein Bob. Der andere ist halt... Mega Bob. Egal, direkt das nächste Match dran, das ging nur 10 Minuten. Ihr kriegt auch wieder am Mittwoch hier eine Doppelfolge. Ach verdammt, nicht Zufall. Ich will nicht Zufall spielen. Ja, Michi will jetzt ein Erfolgserlebnis haben, sonst. Keine Ahnung, ja. Sonst geht er nach Frankreich zu Blizzard und haut die ganzen Server kaputt. Ich glaube auch. Also alle WoW, such dich's bitte nicht heulen. Ja, spielst du auch Terra? Ich spiel Zufall. Ja, an sich. Ja, ich muss hier auch gleich wieder einen schwarzen Balken einblenden. Das ist halt das Beschissene. Wenn du aus dem Gruppenmenü rauskommst, flup, Name in Real Life. Hammer beschissen. Egal. Das kann man ja inzwischen leicht überblenden. Gott sei Dank. Mit guten Renderprogrammen. Yep. Deine Mutter rendert. Ich glaube, wir haben jetzt 3-3 Statistik, ne? Ja, 3-3, so eine verdammte Scheiße. Jetzt kannst du noch negativ werden. Alter, wir sind Rang 49 und wir sind eigentlich mit der...
Hallo, die Scheiß-Season heißt Pass to Silver. Das heißt, wir müssen in dieser Season zu Silver kommen. Ja, natürlich! Ey, wir kriegen nur Gold, jetzt Meister. Ja, der andere Typ war ja ein Loser. Ja, der hat ja nur dieselben Punktzahl gehabt wie wir. Wie kann uns Blizzard, jetzt mal ganz ehrlich, wie kann uns Blizzard... Was zum Henker ist das denn? Ja, klar, Doppelgold und so. Fickt euch, ihr Mongos, ey. Blizzard, ich hasse euch. Weißt du, der Box ist Silber am One-on-One. Am Arsch. Respekt. Ey, wahrscheinlich haben die ersten 5 Matches mit Absicht, oder die waren AFK oder sowas. Nee, weißt du was? Die haben das, die Arbeiter, die haben immer Arbeiter-Rush gemacht. Direkt am Anfang. Arbeit, ja, die haben diese Taktik gemacht bei 8, als Terra dann direkt Kaserne und dann nur noch Arbeiter und so produziert. Alles reingeprügelt. Ja. Alter, am Arsch. Okay, jetzt, du weißt, was kommt. Ja. Ohne Witz, wir rushen jetzt einfach kaputt. Ich habe keinen... Nicht Strategie, ihr werdet jetzt gar keine Strategie sehen, jetzt kommt einfach Goldklatschen. Genau, hoffe, wir wollen einfach Goldliga totwaschen. Wir nennen die Folge auch so Goldliga totwaschen. Ich hoffe, dass es klappt. Ist oder nicht erfolgreich ist. Ja, egal, ob es erfolgreich ist. Vielleicht kriegen wir auch voll auf die Fresse, weil der Gegner das Ganze auch spielt und nur besser das Ganze macht. Nein, der ist ja Terra und Zwerg. Ja, heißt ja nichts. Wenn der gut Banelinge einsetzt früh, dann haben wir auch ein Problem. Ja, der weiß ja nicht, ob wir... Okay, jeder Terra geht am Anfang auf Mary. Ja, aber der weiß ja nicht, dass wir das quasi... Das ist ja nicht nur... All... einer von uns oder beide? Ich setz schon einen rüber. Bei mir kommt jetzt Depot. Und meine Scouting-Sonde... Sonde, was für ein Scheiß. Kommt jetzt direkt. Also mein 10er geht rüber und mein 11er kommt dann wieder zu mir. Da siehst du schon, da geht er. Ja. Ich seh ihn schon. Mhm. Da geht er. Abgefahren. So läuft das. Und da müsste meine Kaserne direkt ankommen. Oh, kommt sie auch. Zack. Soll ich meine daneben setzen oder machst du das? Ja, zu? Kannst. Ich mach das nicht zu. Da kommt gleich einfach nur, ich will den jetzt ein bisschen nerven und der Rest passt. Mit Berg. Ach Mann. Viermal. Arbeiter! Gekriegt. Arbeiter töten! Du schaffst das! Töte ihn! Jetzt gibt's Gold auf die Fresse, du Arsch! Ich jag dich nicht, ich will dich nur am Bauen. Ohne bei dir rein, ne? Ach ja. Mann, ey, ich hab voll verkackt gerade. Die andere Berg will ich ein bisschen weiter wegstellen, das soll er nicht sehen. Da aber, wenn er gleich wiederkommt. Oh. Und Arbeiter töten, ja, ich hab die immer noch geblockt. Hat die zweite Kaserne gesehen. Da, er versucht einen Arbeiter zu töten. Der killt den Arbeiter. Ja, schafft er nicht. Ja, der will aber meinen töten. Ja, komm raus, Marine. Und Planetary Fortress kommt jetzt von mir. Und dann kommt direkt noch eine. Es kommen direkt 3 bei mir. Ja, bei mir. Und Depot nach. So, ich habe das ganz, ganz lange unterbunden da hinten. Ganz, ganz lange sogar. Und das erste Gas stoße ich an. Bleiblock. Ja, das habe ich gerade schon. Habe ich gerade schon gemacht. Opfer bin ich. Komm schon, wird fertig. Worker produzieren. Marine. Und noch ein Depot. Das Gas voll besetzen. Und weiter produzieren. Ja, komm, Tech-Labor. Ich will auch Tech-Labor haben. Tech-Labor, sehr schön. Und weiter produzieren. Und zweites Gas. Also das hat aber richtig hinten genervt, das habt ihr hier gesehen, da habe ich den die ganze Zeit dann genervt, das macht auch Spaß, aber dabei unterscheiden sich die Posts in dem Fall, dass wir zum Beispiel nicht in der Lage sind, dann noch weiterzumachen. Übrigens, genau. Maschinendock kommt bei mir, weil ich bin in der Zeit zum Beispiel zu schlecht gewesen, um... Komm schon, Kampfschild, ich brauche mehr Vespingas. Kampfschild, brauche ich... Kampfschild, komm, eins noch. Ja. Kampfschild, ja, ey, jetzt. Jetzt gerade in dem Match, wo wir endlich mal raschen wollen, bin ich... Schlecht. Ich hab entweder die ganze Zeit Supply-Block oder mir fehlen Mints oder sonstige.
Die gehen Hexen! Mega Timing für uns! Echt? Dann würde ich mal sagen. Ich mach sogar noch eine Barrack. Go, go. Ja, ich mach noch eine Barrack. Ja, go, go. Gehen die echt gerade Hexen? Ja! Die Queen geht runter, das heißt, sie gehen Hexen. Warte, ich komm. Maschinendog macht Waffen-Upgrade bei mir fertig. Ja, bei mir auch. Verdammt, Supply-Block gleich. Ja, habe ich auch gerade gesehen, deswegen direkt. Ich habe direkt zwei Depots geschossen. Dafür. Und da ich gerade keine Supply machen kann, mache ich an eins meiner Teile Reaktor dran. Guck. Oh. Banelinge. Und die kommen zu spät. Und Panzer ist aber da. Panzer. Ja. Banelinge. Weg. Aufgepasst. Nicht zurückziehen. Ja. Panzer zieht sich ein. Kommt der Panzer, der ist. Den kriege ich. Ja. Bei mir kommt auch Panzer. Und Echse schieße ich jetzt bei mir raus. Und mehr Worker produzieren. Ich mach vorne einen Bunker hin. Jo. Ja, die spielen wirklich Goldliga, das hat man jetzt gesehen. Das war wirklich nicht schlecht, was sie da gemacht haben. Ganz ehrlich, haben die mich sogar Supply geblockt. Nicht geblockt, aber, ne? Ja, die kommen jetzt auch. Schweine. Also meine haben Waffen-Upgrade drauf. Und Panzerungs-Upgrade kommt auch. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Bei mir kommt jetzt Stimpack. Ja. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Oh, es geht los. Also es wird doch nicht so einfach, wie ich gehofft habe. Aber die haben auch gut dagegen gespielt. Da muss man auch sagen, mit dem Tank, ne? Ja, der Tank kam halt genau rechtzeitig raus, ne? Ja, die hätten vielleicht einen Ticken früher. Ich brauche einen Tower an meiner Base. Keine Dropships bei mir. Keine Dropships. Keine Dropships bei mir. Ja. Wie oft willst du das noch sagen? Keine Ahnung, ich mache übrigens Satellitenzentrale zuerst. Damit ich gleich noch einen Scan rausschießen kann. Ich glaube, Waffen-Upgrade haben die noch nicht so weit. Also ich habe Waffen-Upgrade gleich 1-1 dadurch. Ah, ich habe nur 1. Kaserne, Kaserne. Da kommen sie. Und direkt zurück. Ja, ich setz meine Echse. Ja, ich meine auch. Ich mach zweimal Starport. Und Panzer kommt jetzt bei mir auch. Bei mir kommt Double Starport. Ich habe gerade wieder die typische Warcraft-Musik, ohne Witz. So, alles auf einmal. Depot. Ich brauche noch Depots. Jetzt bin ich Supply-blocked. Stimpack kommt jetzt, weil ich gerade eh nicht mehr produzieren kann. Außer ein Worker vielleicht. So, bei mir kommt gleich noch ein Scan raus, weil ich wissen will, was der hier hat.
Ah, guck, Pan Mutas, Mutas kommen. Ja, da kommen sie. Wollen bei dir hinten rein. Scheiße, die kriegen die nicht mehr schnell genug fertig, die Tower. Ruckel, ruckel. Ah, Samurai. Ja, aber meine Einheiten sind ja auch noch hier. Gut, ich bleib unten. Ich glaube, blau. Counter Repair. Counter Repair. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich glaube, der blau ist echt raus. Yes! Mit Hilfe von meinen. Da habe ich genau im richtigen Moment das Ganze gehabt. Ihr Spasten, ey. Und mein Raven ist fertig. Das mag ich. Bei mir kommt Waffen-Upgrade für das finde ich auch gut, weil Raven gut gegen Masse. Ja. Habe ich früher nie gespielt. So, ich habe genug Flugabwehr bei mir in der Base, ist alles top. Ich muss ein bisschen mehr nachproduzieren. Scheiße, hier geht gleich die... Viele Marines, ein Panzer, Drop... Keine Upgrades, keine Upgrades, bei mir ist das Zweier am Machen. Doch, jetzt kämpfen die da mit dem Paar. Ist egal, die sind direkt weggeklärt worden von mir. Muss hier noch eine Echse schmeißen. Ja, ich auch, weil ich gehe jetzt auf Vernichter ein. Bei mir kommt Doppel-Medi weg und dann ein kleiner Drop, vielleicht mit nur Marines oder so. Mal schauen. Ja, das mit den Depots habe ich eigentlich gedacht, dass ich das gelöst habe, das Problem. Hat sich irgendwie als null und nichtig ausgestellt. Oh, da kommen sie. Was kommt? Alles von dem? Ja. Banning Action. Komm schon, du Scheißschiff. Ne, kein Schaden gegen mich angerichtet. Medivac. Medivac auch dabei. Gegen mich, die haben meine Echse gekillt. Jetzt mein DBS angegriffen. Am Arsch, da müsst ihr schon früher rauskommen. Zurück. Ja, dein Kreuzer! Ja, ich will die einfach nur locken. Von hinten wirst du jetzt auch. Nein, werde ich nicht. Simpack und direkt alles weggepustet. Was denn jetzt mit den Dropships? Nichts. Oh Mann, ich hab kein... Ach, die haben mir meine Echse weggeballert. Hammer Scheiße. Verdammt, jetzt habe ich ein Problem. Wobei ich Waffen-Upgrade Stufe 2 drauf habe. Ich mach selbst einen kleinen Go, aber warum müssen wir immer gegen solche Leute spielen? Unglaublich. Ich glaube, Blizzard, keine Ahnung, die wollen uns richtig abpacken. Ja, anscheinend. Wollen, ich sagte, die wollen unseren Pass to Silver, wollen die nur behindern. Alter, die Echse von dem ist immer noch fast tot. Egal.
Ah, zu viel von dem seinen Einheiten weggekegelt, aber überlebt. Scheiße, Marines, kommt rein. Warum was? Ich konnte nicht wegfliegen. Zu viele. Ich habe hier ziemlich viel versucht, habe aber alles verloren. So, jetzt habe ich keine Einheiten mehr. Ja, das merke ich. Hauptsächlich liegt das daran, weil ich auch keine Ressourcen und so mehr habe. Ja. Weil meine Echse gekillt wurde. Mann, scheiße. Gegen den einen war kein Thema, aber gegen... Ja, super. Ja, du siehst, dass ich halt keine Echse habe. Ja, da kommt er. GG. Es ist eine Falle. Alter, so viele Marines. Und das wird just 1-1. Keine Upgrades, ne? Natürlich, ich hab nichts bei dem Upgrade. Bei mir ist 2-2 ja gleich fertig. Ne. Oh. Was für ein Arschloch. Habt ihr hier eine Doppelniederlage gesehen? Ist das nicht schön? Dritte, oder? In Folge schon. Nein, 2 in Folge. Davor, das haben wir, glaube ich, gewonnen. Erstmal aber ganz ehrlich, wie kann man uns die ganze Zeit nur gegen Goldliga antanzen lassen? Dritte in Folge, du hast recht. Ey, das muss jetzt mal durchbrochen werden. Gibt's dafür auch Porträts? Wie dritte in Folge und so? Nein. Einer ist nur One-on-One Gold, hat schon öfters mal Gold-Team gekriegt. Ja, das ist auch voll der behinderte Scheiß. Naja, egal. Aufregen tue ich mich nicht.